Der Herr richte unsere Herzen aus auf die Liebe Gottes und die Geduld Jesu Christi. Amen. Geliebte Schwestern und Brüder durch Jesus Christus, einige wissen es, meine Frau arbeitet als Demenzbetreuerin, hat vor einigen Jahren ihre Liebe dazu entdeckt und sich ausbilden lassen. Für manche ein Umfeld, das sie nicht ertragen, wo nichts besser wird. Aber immer wieder erzählt sie unglaublich anrührende Geschichten. Eines Tages kam sie nach Hause und sagte, weißt du, was heute passiert ist? Wusste ich natürlich nicht. Herr Sowieso, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich kannte ihn, weil sie ihre Biografiearbeit in der Ausbildung über ihn geschrieben hatte. Also heute Nachmittag habe ich beobachtet, wie Herr Sowieso beim Spaziergang im Garten Irmchen untergehakt hat. Und dann hat er ihr so die Hand getätschelt und gesagt, es ist nicht leicht, aber wir schaffen das schon. Das ist Hypomonie. Ich weiß, dass einige gefragt haben, als sie den Flyer sahen, mit dem wir hier zu diesem Gottesdienst eingeladen haben, was soll das denn sein? Ich habe natürlich geahnt bzw. gehofft, dass diese Frage gestellt wird und gerade deshalb dieses griechische Wort in den Titel genommen. Normal ist es ja nicht, einen unverständlichen Titel zu wählen, aber ich finde diesen Ausdruck einfach perfekt dafür, was mit dem Motto des Ewigkeitssonntags, lasst eure Lichter brennen, gemeint ist. Übersetzt wird dieses griechische Wort in den Lutherbibeln mit Geduld, aber mich fasziniert seit langem vor allem die Art und Weise der Geduld, die damit gemeint ist. Lasst eure Lichter brennen heißt natürlich nicht, wie ihr sicher wisst, es ist nicht so schlimm, wenn ihr vergesst, das Licht auszumachen. Für eine solche Geduld, eine Nachsichtigkeit, die aus unendlichem Großmut von den Fehlern anderer kaum berührt wird, gibt es im Griechischen ein anderes Wort, das Paulus in Römer 2, dem Predigttext des Buß- und Bettages, vielleicht haben einige gerade davon gehört, direkt neben Hypomonē stellt, Anoche. Da heißt es, wer andere richtet und meint, vor Gottes Gerechtigkeit selbst ungeschoren davonzukommen, verachtet seine Anoche, seine Güte und Langmut. Dass Gott nicht bei jeder Kleinigkeit reagiert, heißt nicht, dass er es nicht merkt. Eine solche Geduld ist für Gott in seiner Größe eine Selbstverständlichkeit. Hypomonē dagegen ist eine Geduld, die Menschen außerordentlich nötig haben, aber selten aufbringen können. Unsere Schwierigkeit, diesen Unterschied zu machen, liegt vielleicht darin, dass wir für beides nur das eine Wort haben, Geduld, ebenso wie das Lateinische. Übrigens, beide Worte werden mit Patientia wiedergegeben. Wörtlich heißt Hypomonē darunter bleiben. Aushalten in einer Situation, die kaum auszuhalten ist. Wir kennen solche Geduld in den Worten des Römerbriefs im 5. Kapitel, wo Paulus schreibt, wir rühmen uns sogar der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Hypomonē bringt. Hypomonē aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Oder aus Römer 8, wo es heißt, wenn wir auf das hoffen, was wir nicht sehen, warten wir darauf in Hypomonē. Diese Zitate zeigen, dass es darum geht, in scheinbar aussichtsloser Lage das Vertrauen nicht zu verlieren. Aber das gilt nicht nur bezogen auf die eigene Situation, wie Römer 15 zeigt. Dort geht es insgesamt darum, das Unvermögen der Schwachen auszuhalten und mitzutragen. Wenn Paulus schreibt, der Gott der Hypomonē und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid, Jesus Christus gemäß. Ich finde, dieser Aspekt von
Hypomonie wird im Deutschen perfekt wiedergegeben mit der Redewendung, jemanden leiden mögen. Es braucht schon eine gewisse Zuneigung, um uns selbst oder einen anderen Menschen in unserer Nähe leiden zu mögen. Immer erneut eben diese Geduld aufzubringen, obwohl ich oder der andere nicht aus unserer Haut können. In den Evangelien kommt Hypomonie nur zweimal vor, bei Lukas, dem gebildetsten und mit Abstand mit dem größten Wortschatz versehenen Evangelisten. Er verwendet dieses Wort zuerst bei der Auslegung des Gleichnisses vom vierfachen Acker. Und interessant sind die Unterschiede zu Markus und Matthäus. In der älteren Fassung des Markus heißt es, die aber auf dem guten Lande sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen 30, 60 oder 100-fältig Frucht, eine Steigerung. Es gibt normale Gläubige, ordentliche, darüber kann man sich dann schon ordentlich freuen, und manchmal sogar außerordentlich Gläubige. Bei Matthäus, der so 10 bis 20 Jahre später geschrieben hat, ähnlich wie Lukas, sind die auf dem guten Lande Gläubige, die 100, 60 oder 30-fältig Frucht bringen. Also so ein paar Jahre später ist das eine absteigende Linie. Da gibt es wohl noch immer 100-prozentige Christen, aber bei manchen muss man sich doch schon mit 60 oder mit 30% zufrieden geben. Parallel dazu schreibt Lukas, die auf dem guten Lande sind die, die Frucht bringen in Hypomonie. Es sind nicht alle gleich, nicht gleich überzeugt, nicht gleich treu, nicht gleich gläubig, auch in der besten Gemeinde nicht. Eine Binsenweisheit, könnte man sagen. Aber das zu sehen, zu sagen, vielleicht auch zu wissen, ist ein ganz anderes Paar Schuhe, als es auch aushalten zu können, geschweige denn leiden zu mögen. An der anderen Stelle beendet Lukas mit dem Aufruf zur Hypomonie die Aussicht auf kommende Verfolgungen der Gemeinde. Ihr werdet erleben, sagt er, dass der Gemeinde Gewalt angetan und sie verfolgt wird. So sieht er es im 21. Kapitel seines Evangeliums voraus. Und ihr werdet verraten werden von Eltern, Geschwistern, Verwandten und Freunden, und man wird einige von euch töten, und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen, sagt Jesus. Aber an dieser Stelle verbindet er dies auch mit der Zusage, dass Gott ihnen Weisheit in den Mund geben werde, dass sie sich keine Sorge machen müssen, wie sie sich rechtfertigen, und dass kein Haar von ihrem Haupt verloren gehen solle. Aufgrund dieser Zusage innerhalb der lukanischen Rede Jesu über die Zeichen der kommenden Endzeit übersetzte Luther seine Aufforderung mit den Worten: In Geduld fasst eure Seelen. Heute wird übersetzt: Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Statt wörtlich: In eurer Geduld werdet ihr eure Seelen gewinnen, in eurer Hypomonie. Aber die aus Luthers Übersetzung herrührende Redewendung, die sich in Geduld, Redewendung, sich in Geduld fassen, zeigt sehr deutlich, dass es diese Art der Geduld, dass es Hypomonie nicht gibt und einen ganz persönlichen Entschluss, das Nicht-Aushaltbare um Gottes Willen, beziehungsweise, ich glaube, hier muss man eher wirklich präziser sagen, um Jesu Christi Willen trotz allem auszuhalten. Mit den Menschen an unserer Seite. Hypomonie verstehe ich also als eine Geduld, die aus einer zutiefst empfundenen Entschlossenheit um des gekreuzigten und auferstandenen Herrn willen die Menschen an unserer Seite leiden mag, ganz gleich, wie sie sich gebärden oder wie sicher sie sich ihres Glaubens sind.
Lichter, die wir mit solcher Geduld in unseren Herzen für ihn brennen lassen. Die sind nicht nur vergessen worden auszuschalten, sondern die brennen wie der Dornbusch, ohne sich zu verzehren, und bleiben immer an. Solche Lichter der Geduld braucht die Welt für Verständnis und Versöhnung. Was mir in der Welt und in den politischen Landschaften nicht nur unseres Landes zunehmend Sorgen bereitet, ist die Beobachtung, dass sich auf andere einlassen, Zeit und Kraft in andere Menschen und Beziehungen zu investieren, die Bereitschaft, genau hinzusehen und zuzuhören, immer mehr nachlässt. Deswegen habe ich im Motto geschrieben: Hypomonie brauchen wir in einer polarisierenden Welt. In einer Welt, wo nicht nur es ständig irgendwelche Pole gibt, sondern in der diese Pole auch nach uns greifen und uns auf ihre Seite ziehen wollen. Durch diese Entwicklung bleiben immer mehr Meinungsverschiedenheiten zwischen Menschen, Staaten, Völkern, Religionen stehen, vergiften das Miteinander. Daher rühren meiner Meinung nach die zunehmenden Polarisierungen, und ich nehme wahr, dass es schwierig ist, sich nicht für die eine oder andere Seite ganz einnehmen zu lassen. Jede Seite hat gute Argumente und versucht, viele auf ihre Seite zu ziehen, die Sympathie mit dem einen oder anderen, auch die Notwendigkeit, eine eigene Position zu finden und zu vertreten, verleiten dazu, irgendwann oder irgendwem nicht mehr zuzuhören und sich auf fertige Positionen zurückzuziehen. Ich glaube, Christen, die mit brennender Geduld, mit Hypomonie in Beziehung bleiben, zu sich, zu den verschiedenen Menschen in ihrer Umgebung und eben vor allem zu Jesus Christus, sind tatsächlich Hoffnungsträger für jede Gesellschaft. Gerade, dass wir an Jesus Christus glauben und an keinen anderen, in dem sich Gott offenbart, heißt doch, dass wir uns nicht festlegen, wie wir ihm begegnen, wie er uns begegnen soll. Von sich als Weltenrichter hat er selbst gesagt, dass ihn weder die Schafe noch die Böcke erkennen werden, wenn sie ihm begegnen. Von sich als Weltenrichter hat er das gesagt. Und als er von Maria geboren wurde, kam er unerwartet, anders als alle Schriftgelehrten meinten. Warum sollte das in Zukunft anders sein? In dieser Weise weist das Ende des Kirchenjahres über sich hinaus in den ewigen Advent. Er kommt. Lasst uns also wachsam bleiben, ausgestreckt zu dem Ziel, das uns in Jesus entgegenkommt. Lasst uns wachsam bleiben, offenherzig und tolerant, zwischen Muslimen und Juden in unserem Land und weltweit, zwischen Nationalisten und Internationalisten, zwischen Türken und Kurden, Christenhassern und intoleranten Christen, vom Zeitgeist Getriebenen und den Zeitgeist Verteufelnden. Ihr wisst, was ich meine, und könnt diese Aufzählung fortsetzen. Es gibt viel zu viele, glaube ich, die sich heute auf eine einseitige Position zurückziehen. Lasst uns also, getragen von der Gnade für Sünder und Gerechte, eine Position der Toleranz, des Zuhörens und Mittragens beziehen, in einer Zeit, in der viele, die sich wirklich Mühe geben, angefeindet werden. Aber dies ja auch nicht geschehen würde, wenn nicht Verzweiflung drohte. Weil in der letzten Zeit so klar wird, dass es weder ein Weiter-so noch einfache Lösungen gibt. Wir müssen reden. Lasst uns also mittragen, weil wir selbst getragen sind, helfen, weil wir wissen, wer uns hilft, und geduldig die Schwächen anderer aushalten und wenn möglich ausgleichen, weil wir wissen, dass wir selbst schwach sind. Aber wem sage ich das? Ich weiß mich euch doch gerade deswegen so tief verbunden, weil ihr diejenigen seid, die das schon lange tun. Begeistert, einem Leben in Beziehung hingegeben, täglich aufs Neue bekehrt, bevollmächtigt
und barmherzig. Ihr. Lasst uns also nie aufhören zu beten. Das gelingt, was Gott angefangen hat. Sein Volk zwischen die Pole zu stellen, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen für selbstbestimmtes, aber auch genügsames menschliches Leben. Für diese Erde, für jede Gemeinschaft mit seinem lebenschaffenden Geist. In Jesus sage ich, hakt Gott uns unter, wenn er uns durch diesen Garten führt, streichelt uns vorsichtig die Hand und sagt, wenn wir uns in unserer Welt einmal nicht mehr auskennen, leise, es ist nicht leicht, aber wir schaffen das schon. Lasst uns also nie aufhören zu beten, wie es Christen seit langem tun und wie ich es heute allen noch einmal mitgebracht habe und gemeinsam das Friedensgebet sprechen. O Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass du mich trachten, auch dass ich getröstet werde, aber vor allem, dass ich tröste. Auch dass ich verstanden werde, aber vor allem, dass ich verstehe. Auch dass ich geliebt werde, aber vor allem, dass ich liebe. Denn wer da in deinem Namen hingibt, der empfängt. Wer sich in deinem Namen selbst verliert, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer mit dir stirbt, der wird geboren zum ewigen Leben. Amen.